Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar habe ich euch heute was mitgebracht, auf das ich mich besonders freue. Und zwar den Ford GT40 Mark 1 von Grandjean. Die 100-148 aus 321 Teilen ist ab 6 plus geeignet nach der Packung und Anleitung. Und es ist eben aus der Grandjean Racing Series. Und ich finde schon allein die Anleitung von vorne so wunderschön. Ich liebe halt diesen Ford GT40 MK1. Und deshalb habe ich mich auch schon so drauf gefreut, dass er endlich ankommt. Und jetzt muss ich schon sagen, habe ich ein bisschen gemischte Gefühle, als er angekommen ist. Aber darüber reden wir erstmal. Zwangsweise musste ich den Lader aus China bestellen, weil ich ihn in Deutschland nirgendwo so wirklich bekommen habe. Wenn wir uns jetzt die Anleitung hier anschauen, ist das natürlich Guanjan typisch von der Darstellung her. Es wird ausgegraut, was schon gebaut ist und was gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Was als erstes sehr, sehr negativ aufgefallen ist, ist, dass hier nichts bedruckt ist an diesem Fahrzeug, außer die Scheibe. Jetzt schaut ihr euch das aber hier mal auf der Anleitung an. Dass eben der gesamte Ford GT40 MK1 natürlich irgendwo bedruckt ist und gerade auch dieses typische Blau-Orange so, so wichtig ist mit diesen runden Rennzahlen, die hier stehen und den Scheinwerfern, dass es da natürlich einen riesigen Stickerbogen geben muss, wie es schon bei dem Ferrari GT50. Der ist aber hier um einiges schlimmer, wenn wir uns den anschauen. Also das ist wirklich alles mit Stickern gelöst. Jetzt habe ich aber ein grundlegendes Problem mit dem Stickerbogen. Schaut mal, wie der angekommen ist. Der Stickerbogen ist halt richtig geknickt und verbeult. Jetzt haben wir aber natürlich ein riesiges Problem damit, weil ob man die Sticker so ordentlich nochmal draufkleben kann, ist die Frage. Denn ohne die Sticker kommt, denke ich, das Ford GT40 Mark 1 Feeling einfach gar nicht so rüber. Und es ist eines der wenigen Sets, wo ich es aufgeklebt hätte, weil es gehört dazu. Ich finde es schade, dass der riesige Stickerbogen dabei ist. Schöner wären Prints. Ich meine, so ein Set jetzt aus China direkt importiert kostet um die 10 Euro. Aber das versaut mir so ein bisschen schon den Bau, bevor er überhaupt angefangen hat. Trotz alledem können wir uns natürlich noch die Teiletüten anschauen. Und haben wir einmal eben die Tüte mit dem Grundgerüst. Haben hier nochmal im Endeffekt wie so eine Art Felgenträger, wo nochmal 8 Felgen drin sind. Haben die Scheibe, die ich euch ja schon gezeigt habe. Und dann haben wir noch 5 Teiletüten im Endeffekt. Und ich muss sagen, das Blau gefällt mir optisch auf den ersten Blick wirklich gut, wie sich die Steine verbauen lassen, ob es wirklich farbtreu ist. Darüber reden wir natürlich dann, wenn ich schon etwas gebaut habe. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach an zu bauen und wir sehen uns dann nach ein paar Bauschritten wieder. Und ich sag was zum Baugefühl. Da ist ja Quanjan teilweise sehr gespalten von richtig gut zu recht schlecht. Und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß dabei. So, und wir sind jetzt bei Bauschritt 7 angelangt und haben tatsächlich schon das erste größere Problem. Und zwar haben wir ja hier diese Aufnahmen für die Klappfunktion. Und eigentlich soll man da zwei von diesen schwarzen Aufnahmen, das sind die Quanjan-Teile, die schwarzen Teile, nebeneinander stecken. Das ist aber unmöglich, weil da ist dann so viel Spannung drauf, dass man tatsächlich dieses schwarze Teil nicht neben das andere schwarze Teil bekommt. Ich habe es wirklich, wirklich versucht, öfter, und es hat nicht funktioniert. Zwei von den schwarzen Quanjan-Aufnahmen hier passen nicht nebeneinander. Dann habe ich jetzt gedacht, ich mache es mal ganz offensichtlich, damit es sofort auffällt, und habe mir jetzt so eine schwarze Aufnahme quasi genommen von einem anderen Hersteller und die passt neben die schwarze Quanjan-Aufnahme. Also haben sie da wahrscheinlich zu große Toleranzen, beziehungsweise das Teil ist zu breit, sodass das, wie es in der Anleitung hier gezeigt wird, ich zeige es euch auch nochmal in der Anleitung, überhaupt gar nicht möglich ist. Wenn wir nämlich in die Anleitung schauen, dann kommt das hier quasi nebeneinander. Und das ist, wie gesagt, so gar nicht möglich. Sehr, sehr schade, dass man da jetzt auf jeden Fall nochmal einen Teil eines anderen Herstellers gebraucht hat. Und wie gesagt, ich könnte das Set jetzt schon nicht mehr weiterbauen, hätte ich keine Ersatzteile. Naja, ich würde sagen, ich baue trotzdem erstmal weiter und wir sehen uns dann bei dem nächsten Bauschritt, den ich euch zeigen möchte. Und nach 24 Bauschritten sehen wir uns jetzt schon wieder und ich würde sagen, wir haben jetzt so die Mittelkonstruktion des Ford GT40 Mark 1 schon gebaut. Und ich muss sagen, der Bau macht trotzdem Spaß. Also wir haben ein paar schlecht entgratete Teile. Manche Teile gehen sehr fest, andere haben ein sehr gutes Baugefühl. Aber trotzdem macht's Spaß. Die Anleitung ist gut gemacht und der Bau an und für sich wurde jetzt von Bauschritt zu Bauschritt besser. Die ersten Bauschritte hatten viel mehr Probleme und ich würde so sagen, ab dem 10. Bauschritt gab es keine Probleme mehr. Man konnte das wirklich genießen. Wie ich es natürlich schon am Anfang bei dem Stickerbogen vermutet hatte, haben wir jetzt bei den Stickern einige Stressmarken. Sie lassen sich gut kleben, haben an und für sich eine gute Qualität. Die Farbtreue zu den Teilen ist auch wirklich gut. Aber man sieht eben, dass die auf dem Transportweg schon echt sehr gelitten haben. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle ist noch, man hat hier vorne zwei Teile, wo man diese, ich glaube, Johnny's World nennt, die Bügelperlen einsetzt. Also diese, bei der man eben eine Noppe erzeugen kann. Aber sie haben hier nichts dabei, mit dem man diese
Bügelperlen in Anführungsstrichen setzen kann. Und das macht echt keinen Spaß. Muss man da echt ein bisschen kreativ werden und dann ist das echt eine Qual, die Dinger einzusetzen. Da habe ich wirklich für die zwei Teile 10 Minuten gebraucht, um 4 solche Bügelperlen einzusetzen. Aber gut, ich würde sagen, ich baue den Ford GT 40 Mark I jetzt fertig und dann reden wir über das gesamte Set. Und fertig ist der Ford GT 40 von Quan Jan. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht der doch eigentlich richtig schnieke aus. Das Problem ist, wenn ich sage, auf den ersten Blick, meine ich damit mit dem ersten Blick, weil das Set hat einige Schwachstellen vom Aussehen. Die offensichtlichste davon dürfte wohl sein, dass wir hier bei dem Druck auf der Fensterscheibe einen ganz anderen Druck haben, beziehungsweise einen ganz anderen Farbton als von dem Rest vom Fahrzeug. Seht ihr das, dass das viel heller ist und das hier viel dunkleres Blau? Das passt natürlich sehr, sehr schlecht zusammen. Und auch das Orange passt zu dem Orange, was wir hier sonst im Rest des Fahrzeugs verbauen, überhaupt nicht dazu. Dann haben wir hier halt auch so ein paar bauliche Lösungen, die anders nicht gehen, um die Form darzustellen, die aber, wenn man näher hinschaut, nicht gut aussehen. Das ist zum Beispiel dieses Heck hier zum Beispiel. Wenn wir dieses Heck so bauen, wie gesagt, dann kommt das eigentlich, wenn man da so kurz drüber guckt, vor allen Dingen so von dieser Seite ganz gut an den Ford GT 40 Mark I ran. Auch von vorne ist das so. Wenn man ihn richtig platziert, dann kann man schon sagen, okay, der kommt an den Ford GT 40 Mark I ran. Wenn wir ihn uns aber von der Seite anschauen, hat er da nicht seine Schokoladenseite, muss ich sagen. Also seine beste Seite ist wirklich, wenn man ihn irgendwie so versucht, schräg hinzustellen, dann kommt er wirklich am besten. Wenn wir jetzt auch über die Scheibe geredet haben, die ist schön clear, hat ein paar Kratzer, aber ganz kleine, das ist wirklich in Ordnung, da habe ich schon Schlechteres gesehen. Was wirklich Positives an dem Set ist, muss man sagen, dass es hält. Also das fällt nichts auseinander, die Steine halten gut zusammen. Also damit könnte man spielen, wenn man das möchte. Aber wenn man ehrlich ist, wer möchte so ein Set? Naja, das sind eigentlich die Leute, die sich irgendwo hinstellen ins Regal. Da ist es auch in Ordnung, weil dann kann man auch die Schwächen nochmal ein bisschen verstecken. Ansonsten hat der Bau bis hierhin wirklich Spaß gemacht. Die Sticker haben an der einen oder anderen Stelle wirklich genervt. Richtig Funktion haben wir jetzt nicht dabei. Man kann zum Beispiel hier hinten zwar diese Klappe öffnen, beziehungsweise die Scheibe. Wenn wir da aber reingucken, da ist halt nichts. Da ist jetzt nichts angedeutet. Dementsprechend hat das jetzt nicht wirklich den Sinn. Man kann Figuren rein- und raussetzen. Dafür muss man aber hier die Scheibe quasi abnehmen und eben wieder draufsetzen. Und generell muss man sagen, es ist natürlich kein Spielset. Das merkt man auch, wenn man damit fährt. Weil leider drehen sich, also die hinten, die Reifen, die drehen sich gut. Und vorne, die sind sehr schwergängig, also die kann man nicht mal richtig anschieben. Und das ist vom Fahrgefühl her ein Problem, das macht dann nicht wirklich Spaß. Obwohl die Reifen hier auch wieder gummiert sind und das eigentlich widerwärtig rüberkommen könnte. Die große Stärke von dem Set ist eben, dass es der GT 40 Mark I ist. Weil der hat seine Fans und Sammler, die sich auch so ein Set kaufen, wenn es seine Schwächen hat. Die große Schwäche von dem Set ist, dass das Set mit Sachen wirbt, die es nicht kann. Ich meine, logisch, in so einem Set ist keine Lenkung drin. Aber dann mache ich es auch nicht auf die Anleitung und auf die Packung. Und ich sag mal so, schauen wir uns mal hier die Reifen an. Und hier die Reifen an. Ist schon ein Unterschied dazwischen, ne? Es wird halt so etwas hochstilisiert, was es nicht ist. Man muss sagen, es ist ein solides Set, es hat seine Stärken und Schwächen. Die Schwächen habe ich euch genannt. Die Stärken habe ich euch auch genannt. Also sonst, wie gesagt, es kommt auch hin. Von seiner Schokoladenseite kommt es hin und man kann sagen, das ist ein solider Mark I. Wenn wir uns jetzt nochmal die Minifiguren anschauen, könnte man denken, oh, das ist Lego verdächtig, das könnte aufgefangen werden. Die Angst kann ich euch ein bisschen nehmen, weil ja, die Form könnte Richtung Lego gehen. Aber wenn wir uns die Explosionszeichnung angucken von den Minifiguren, die auch mit in der Anleitung ist, haben die halt mit einer Lego-Minifigur überhaupt nichts am Hut. Weil man hier wirklich noch die Beine quasi mit einem Kniegelenk baut, die Arme quasi noch mit einem Schultergelenk baut und wirklich die Figur komplett anders aufgebaut ist als eine Lego-Minifigur. Ansonsten ist sie von vorne bedruckt, der Druck ist in Ordnung, hat jetzt nicht die allerbeste Qualität. Ja, Beine sind nicht bedruckt, der Rücken ist bedruckt. Ja, die Figuren, sie machen einen okayen Eindruck, sie reichen, um sie ins Fahrzeug zu setzen. Zu mehr halt auch nicht unbedingt. Das Problem ist nämlich auch, die Figuren fühlen sich generell relativ billig an. Da habe ich auch hier noch einige Teile bei dem Set gehabt, die so ein bisschen wie einen Film noch drüber hatten von der Produktion, was sich auch einfach wie viel the Cheapness angefühlt hat. Positiv ist noch, wir haben noch ein paar Ersatzteile dabei gehabt. Das ist immer schön. Und was noch cool ist, natürlich, dass wir nochmal die Auswechselfelgen haben, falls wir es nochmal leicht ändern wollen.
Ansonsten gibt es für mich von dieses Set eine Kaufempfehlung, wenn ihr es unter 10 € inklusive Versand schießen könnt. Wenn ihr mehr dafür bezahlt, dann lohnt es sich wirklich nur für euch, wenn ihr ein großer Ford GT40 MK1 Fan seid. Wenn nicht, wird es sich für euch nicht unbedingt lohnen. Das Set lebt von seiner Lizenz, ähnlich wie der F50 von Quan Chan. Ich muss sagen, Quan Chan kann Panzer viel, viel besser als Fahrzeuge bisher. Und da werde ich auch in Zukunft nochmal ein paar Panzer von Quan Chan testen, ob dort auch die Qualität so schwankt wie jetzt hier bei den Fahrzeugen oder ob sie bei den Panzern halt wirklich jedes Mal eine gute Qualität hinbekommen. Falls ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und natürlich könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Bellybrick.